Bei einer Scheidung kommen die meisten dem Krieg so nah wie nie zuvor in ihrem Leben. Denn das ist Krieg. Wer beherrscht wen? Wenn du sie nicht beherrschst, beherrschen sie dich. Mein Mann hat mich wegen seiner Sekretärin verlassen. Linda. Linda. Hallo, hier spricht Linda. Hallo? Das Einzige, was Betty kümmert, ist mein Geld. I can be kind, I can be nice. Ich bin eine Frau, die geschieden wird. Ich habe keine Rechte. Er bestimmt, wo es lang geht. Ich will was kaputt schlagen. I can be sugar, I can be spice. Wenn man noch nie im Leben was zertrümmert hat, ist das toll. Jura ist ein mentales Schlachtfeld und man verhandelt erst, wenn man sie im Schwitzkasten hat. Und wie bekomme ich meine Kinder zu Gesicht? Mit meiner Erlaubnis. Jeder hat eine Grenze der Belastbarkeit. Wen man an diese Grenze treibt, beißt irgendwann zurück. Mom hat eine Knarre. Du sagst den Kindern, ich wäre verrückt. Bei uns stimmt alles. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Handlungen Konsequenzen nach sich ziehen. Dieser Fall dürfte der schlimmste sein, den ich hier je erlebt habe. Manchmal muss ein Problem einfach ans Tageslicht. Nennen. Seid gegrüßt, liebe Serien-Junkies. Wenn ihr True-Crime-Serien wie When They See Us, Mindhunter oder Making a Murderer genauso krass feiert wie wir, ja, dann haben wir heute mal wieder einen absoluten Serientipp für euch. Und zwar geht es um die zweite Staffel der True-Crime-Anthologie-Serie Dirty John. Also keine Angst, wenn diese Serie bisher komplett an euch vorbeigegangen sein sollte, denn die zwei bisherigen Staffeln bauen nicht etwa aufeinander auf, sondern sie handeln von zwei gänzlich unterschiedlichen Kriminalfällen. Einzige Gemeinsamkeit, beide Fälle basieren auf wahren Begebenheiten. Ging es in der ersten Staffel noch um einen soziopathischen Trickbetrüger, handelt die zweite Staffel von einem der wohl schmutzigsten Scheidungskriege der letzten 40 Jahre, der in einem brutalen Doppelmord endete. Es ist eine schockierende Familientragödie, die mit viel Liebe und Entbehrung begann und schließlich mit extrem viel Hass und einer unvorstellbaren Bluttat endete. Nach einem erbitterten Rosenkrieg ermordete Elizabeth Ann Broderick, die von allen nur Betty genannt wurde, kaltblütig ihren Ex-Mann Dan und dessen neue Frau Linda. Dieser schrecklichen Tat vorausgegangen war ein jahrelanger Rechtsstreit um das Sorgerecht der vier gemeinsamen Kinder und das beträchtliche Vermögen, welches sich in über 17 gemeinsamen Ehejahren angehäuft hatte. Dan hatte Betty aufgrund einer Affäre mit seiner Assistentin verlassen und 1985 aufgrund unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung eingereicht. Eines Nachts schlich sie sich mit einem Schlüssel ihrer Tochter in das neue gemeinsame Haus von Dan und Linda und erschoss beide in ihrem Schlafzimmer. Nach der Tat stellte sie sich der Polizei und gestand den Mord. Die Serie schildert zum einen die Geschichte von Betty und Dan Broderick von ihren Anfängen bis hin zu ihrem tödlichen Ende und versucht auf der anderen Seite auch zu ergründen, ja, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Es ist ein packender Mix aus Familiendrama und Psychothriller mit einem durch und durch überragenden Star-Ensemble. Ich kann mich also nur wiederholen an dieser Stelle, wer auf True-Crime-Produktion steht, für den sind die beiden Staffeln von Dirty John ein absolutes Muss. Ja, und wo wir gerade dabei sind, eine dritte Staffel ist tatsächlich auch schon bereits in Planung. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine entspannte Restwoche, bleibt gesund und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.